Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts Als du dich ausgeruht hast, habe ich das Netzwerk überprüft. Chiralium-Überwachung und holographische Systeme laufen normal. Leider ist unser Drucker offline. Ja, ich weiß, nachdem du dich so abgemüht hast, uns das ganze Material zu beschaffen. Unser Fehler. Wir haben vor einer Weile ein Teil bestellt, das nie ankam. Ohne das Teil kommt der Drucker nicht ins chirale Netzwerk. Die Mules müssen es geklaut haben. Vielleicht haben sie den Boten abgefangen. Wenn ich richtig liege, haben sie es zu ihrem Ablageplatz gebracht. Genau in der Mitte ihres Territoriums. Du willst uns nicht zufällig unser Eigentum zurückklauen. Ich finde, niemand wäre besser geeignet als du. Mama hat den Plan für einen Wachturm in deinen TCK geladen. Hast du keinen dabei, solltest du einen herstellen. Man weiß nie, wann man ein Gebiet ausspähen muss. Dieses Gerät, das du da hast, ist ein Kristallsammler. Wie der Name nahelegt, kannst du gesammelte Kristalle darin sicher aufbewahren. Ah, lass mich beschreiben, wonach du suchst. Chirale Kristalle wirken auf das bloße Auge golden und haben oft Formen, die an menschliche Hände erinnern. Steine und Geröll in ihrer Nähe schweben meist ein paar Zentimeter über dem Boden. Und am häufigsten findet man sie in Gebieten mit viel Niederschlag. Alles verstanden. Regen, schwebende Steine, goldene Hände. Das ist deine Trinitas. Suche nach diesen drei Dingen und du findest die Kristalle. Wenn du besonders aufmerksam warst, weißt du vielleicht schon, wo du suchen kannst. Auftrag zugewiesen. Wird gestartet. Eine angenehme Reise. Gute Reise. Guten Morgen, Sam.
Hallo? 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 Waffeneinschränkung aufgehoben. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Waffeneinschränkung aufgehoben. Es mag eine Regel oder eine Gewohnheit sein, aber die meisten Mules nehmen gestohlene Sendungen mit nach Hause. Briefkasten finden, Fracht zurückklauen. Ist ganz einfach. Aber Vorsicht, diese Typen sind bewaffnet. Wenn das schief geht, musst du kämpfen. Vergiss nicht, Sam. Ehe du dich dem Mule-Ablageplatz näherst, solltest du mit Hilfe eines Wachturms prüfen, wo sich der Briefkasten mit unserer Fracht befindet. Was suchst du denn, du sind selten verlassen, musst also unentdeckt bleiben. Verhalte dich unauffällig und bewege dich langsam und leise.
Hey, hier bin ich. Süchtige auf der Suche nach dem Frachtgig. Schlimm genug, dass wir die an der Backe haben. Damals hat das alles die KI erledigt. Unbemannte Fahrzeuge und Drohnen haben die Lieferungen übernommen. Wir konnten ihnen entspannt bei der Arbeit zusehen. Das war revolutionär. Eigentlich schon einzigartig. Es hätte ein Riesenerfolg werden müssen. Wurde es aber nicht. Eine Dienstleistungsbranche ohne Menschen kam bei den Leuten einfach nicht gut an. Also haben wir nach einiger Überlegung eigentlich überflüssige Jobs geschaffen und sie Leuten gegeben, die auf sie angewiesen waren. Und von da an wurde es immer schlimmer. Jetzt gibt es diese Kulte von Frachtgeilen Bekloppten, die darauf abfahren, Lieferungen zu klauen. Diese Schakale lauern immer auf den nächsten Boden. Aber du darfst das nicht sein. ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Sam Porter Bridges. Zum Laufen zu bringen. Tut mir leid, dass wir dir so viel Mühe machen, aber vertrau mir, es lohnt sich. Ausgezeichnet, die Einheit hat nicht einen Kratzer. Ich wusste, du würdest dich zu uns durchschlagen. Sam, wie machen sich deine Schuhe?
Angesichts der Bedingungen da draußen wahrscheinlich nicht besonders gut. Nichts vermiest einem den Arbeitstag so sehr wie kaputtes Schuhwerk. Wenn du so weitermachst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du dich verletzt. Ich habe Stiefel zu deinen Vorräten hinzufügen lassen. Standardausführung von Bridges. Sollten dir also gut passen. Du solltest immer ein Zweitpaar dabei haben. Falls du es vergisst oder Probleme hast, kannst du an einem Terminal in einer unserer Einrichtungen ein neues herstellen. Gute Arbeit, Sam. Wie es aussieht, steigt deine Verbindungsstufe. Je höher deine Verbindungsstufe ist, desto mehr Ressourcen werden dir in unseren Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Wir sehen uns. Glückwunsch, Sam. Wie ich höre, hast du jetzt Zugang zu einem Chiralen-Drucker. Dieses äußerst nützliche Gerät funktioniert nur, weil unser Netzwerk sich den Strand auf bestimmte Art zunutze macht und uns die sofortige Übertragung riesiger Datenmengen ermöglicht. Da solche Übertragungen normalerweise Stunden, wenn nicht Tage dauern würden, wurde auch spekuliert, dass das Chiralen-Netzwerk im Wesentlichen eine Zeitmaschine sein könnte. Dass es Daten in die Vergangenheit sendet. Natürlich müssen wir die grundlegende Natur des Netzwerks und des Strandes, auf die wir uns stützen, noch richtig verstehen. Man könnte unsere Beziehung zu ihm mit der eines Urmenschen zum Feuer vergleichen. Ist es nützlich? Ziemlich. Ist es gefährlich? Zweifelsohne. Aber die Vorteile wiegen für uns schwerer als die Risiken. Außerdem erscheint es, da GDs und Strand verbunden sind, logisch, dass weitere Studien und Experimente außerordentlich nützlich sein könnten. Das könnte man natürlich auch über dich sagen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich etwas herausbekomme. Das verspreche ich. Gute Arbeit. Bist du also Schatzjäger, was? Lustig. Ich dachte, sowas hättest du gar nicht. Vielen Dank für deinen Beitrag.
Privaten Spind kannst du Fracht und Ähnliches lagern. Lassen wir die Leute nicht warten. Waffeneinschränkung aufgehoben.
Sam. Chirale Kristalle sind klein und mit bloßem Auge kaum zu entdecken. Benutze deinen Odra-Deck, damit er dich in die richtige Richtung bringt. Willst du ein größeres Gebiet absuchen, kannst du auch einen Wachturm bauen und dich auf seine Sensoren verlassen. Was dann schön. Na bitte. Terminal recyceln, um alle chiralen Kristalle abzuladen, die du dabei hast. Kristalle für uns? Diese Kristalle werden sich nur an Orten mit erhöhtem Chiralium wirken. Weshalb ich mich frage, ob der Ausbau des Netzwerks etwas damit zu tun hat. Verdammt, Junge, das sind eine Menge Kristalle. Instandhaltung und Forschung, das reicht ja wohl für beide. Überzählige chirale Kristalle kannst du in jeder Einrichtung abgeben. Sie werden den Beständen vor Ort hinzugefügt. Auf das Material in diesen örtlichen Lagern kannst du beim Herstellen von Ausrüstung zurückgreifen. Bevor ich es vergesse. Hier, für dich. Mit diesem Behälter-Reparaturspray bessert man Frachtbehälter aus. Hilft bei Zeitregenschäden und so weiter. Echt praktisch, wenn du und deine Fracht was abgekriegt haben. Wir haben es auf deine Vorratsliste gesetzt. Es steht also bereit, wenn du es brauchst. Thank you.
Bis bald. Erhöhte Chiraliumwerte und häufigere Kristallformationen hängen miteinander zusammen. Das könnte durchaus der Ausbau des Netzwerks verursacht haben. Aber keine Sorge, die örtliche Chiraldichte liegt noch im akzeptablen Bereich. Wenn du weitere Kristalle findest, sammle sie. Du wirst gut entlohnt. Wenn du noch mehr chirale Kristalle findest, kannst du sie bei einer unserer Anlagen abgeben. Außerdem kannst du anderes Material und nicht benötigte Gegenstände einlagern. Alles hat seinen Wert. Was wir nicht gebrauchen können, wird für die Forschung und andere Anwendungen in Einzelteile zerlegt. Wir haben den Plan für eine Brücke in deinen TCK geladen. Zuerst legst du das Fundament. Danach musst du weiteres Material bereitstellen, um den Bau abzuschließen. Vielen Flüssen und Schluchten täte eine solide Brücke sehr gut. Wenn du eine selbstgebaute Brücke überquerst, bist du froh, dass du dir die Mühe gemacht hast. Probier's mal. Auftrag zugewiesen. Eine angenehme Reise. Okay, Sam. Begib dich zum vorgesehenen Konstruktionsbereich für die Brücke. Das Fundament sollte schon vorhanden sein. Mit deiner Hilfe ist das Ding im Handumdrehen fertig. In der Nähe sollte ein Terminal sein. Dort kannst du zusätzliches Material einreichen. Sam, anscheinend bist du beim Bauplatz. In der Nähe sollte ein Terminal sein. Dort kannst du weiteres Material einreichen.
Bravo, Sam. Diese Brücke wird vielen Menschen das Leben erleichtern. Sicher werden alle Reisenden und Boten, die durch diese Gegend kommen, von ihr profitieren. Achte auch auf andere Stellen, die eine Brücke gebrauchen können. Willkommen, Sam Porter Bridges. Du bekommst ein Masergewehr. Diese nicht tödliche Waffe macht nahe Gegner mit einem starken Elektroschock kampfunfähig. Denk immer an die Akkuleistung, wenn du es einsetzt. Du solltest zum Schießstand gehen, um es auszuprobieren. Über das Terminal gelangst du zum Schießstand. Auftrag zugewiesen.